Wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Brand News Genussbox Auspackvideo. Es ist Wochenende, hier zumindest jetzt gerade. Es ist Freitagnachmittag, Arbeit erledigt und jetzt sitze ich hier und arbeite weiter, indem ich ein Video für euch mache. Da habe ich aber allerdings Spaß dran, wobei in meinem Normaljob habe ich eigentlich meistens auch Spaß. Heute vielleicht nicht ganz so sehr, aber sonst prinzipiell schon. Und deswegen ist das jetzt gerade cool und ich bin gut drauf. Ich habe zwar hier gerade so ein Gammel-T-Shirt an, also entschuldigt das bitte, aber irgendwie, ich habe mir gedacht, ich mache mich jetzt nicht schick für euch. Wobei ist die Frage, dadurch, dass ich jetzt sage, dass ich ein Gammel-T-Shirt anhabe, fällt es euch ja eigentlich jetzt auf? Vielleicht hättet ihr vorher gedacht, boah, der sieht aber heute wieder gut aus und so. Vielleicht habt ihr das aber auch nicht gedacht, sehr wahrscheinlich sogar. Und erst recht jetzt nicht mehr, wo ich euch darauf aufmerksam gemacht habe, dass das ein gammeliges T-Shirt. Ist tatsächlich schon ziemlich alt, das habe ich mal aus TK Maxx. Ich fand es irgendwie cool, weil auf dem Rücken so eine Naht ist, die an der Wirbelsäule so lang geht. Also wie so ein, einfach wie so eine Naht. Und hier vorne ist ein betendes Skelett drauf. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gläubig bin, aber ich fand das irgendwie cool, so rebellisch. Religion heißt die Marke. Jetzt mache ich Werbung für die. Und ich fand die Sachen von denen einfach mal eine Zeit lang ganz cool. Ich hatte sogar mal ein T-Shirt, das hatte voll den großen Ausschnitt. Und irgendwann war ich der Meinung, also nein, also nicht Ausschnitt, sondern da war das irgendwann zu groß, dann habe ich es nicht mehr angezogen. Das war so eine Farbe. Ich fand das cool, weil das auch so weiß war und es war einfach cool geschnitten. Und irgendwie im Laden ist mir nicht aufgefallen, dass das total, ihr kennt ja diese Assi-T-Shirts, die so weit hier aufgehen, damit man fast hier irgendwie den Bauchnabel sieht. Auch bei Männern gibt es das. Und das habe ich irgendwie dann einmal angehabt und dann ist mir aufgefallen, dass es total asozial aussieht und habe es nicht mehr angezogen. Und gut, da habe ich auch zweimal angezogen, aber dann habe ich das immer so nach hinten gezogen, damit das nicht so einen tiefen Ausschnitt hat. So, okay, das interessiert ihn keinen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid auch gut drauf. Hoffentlich noch besser mit Brand News. Und ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, dass ihr doch wirklich durchschnittlich gut und tendenziell gut in diese Brand News Auspackvideos reinpackt. Denn man könnte ja sagen, das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Man könnte ja sagen, es ist ja jeden Monat zweimal das Gleiche. Ich packe jeden Monat zwei Boxen aus und es wird euch aber nicht langweilig. Vermutlich, weil der Inhalt ja immer was anderes ist. Und das ist das Interessante an diesen Videos. Deswegen ist es eigentlich schon immer was Newses, was Neues. Aber ihr mögt auch Auspackvideos, das ist mir aufgefallen. Von daher, ja, gucken wir da mal rein. Das ist wohlbemerkt die Genussbox, ne? Wo da meistens die nicht ganz so geilen Sachen drin sind. Aber Spaß am Auspacken hat man trotzdem. So. Übrigens ist nichts Neues da inzwischen gelandet, Holger. Das sind immer noch die gleichen Cereals wie beim letzten Mal. Vielleicht kommt ja diesmal was dazu. Ach, die schon wieder. Mitsuba. Habe ich euch letztes Mal aber schon gesagt, die Sachen sind lecker. Oh, hier sind sogar drei Chilischoten scharf. Sriracha Peanut Crunch. Ich würde sagen, Challenge accepted. Kennt ihr dieses Meme von diesem Baby? Challenge accepted? Großartig. Die sind so knusprig. Ohne Monosodiumglutamat. Ja, tendenziell scharf, aber ich glaube, man kann es noch essen. Lecker. Ach, die guten Leute von da warten mal wieder. Kokos-Dahl-Linsen. Wow, mit wahrscheinlich 0,5% Kokos da drin. Warum muss da Kokos drin sein? Rote Linsen und 5% Kokosraspel. Und Sonnenblumenöl. Dann muss ich, ja gut, gerundet vielleicht. Was auch immer das soll, dass da jetzt Kokosflocken drin ist. Vielleicht ist das irgendwas Fancyes. Hat irgendeiner von euch schon mal rotes Linsen für Beilagen und Suppen? Angetrieben von der Leidenschaft, die besten Bio... das ist jetzt irgendwie so ein allgemeiner Text. Keine Ahnung, was das soll. Kann man jedenfalls machen. Die Tafel wird sich drüber freuen. Dann Dinkelreis. Die Alternative zu Reis. Ob das jetzt irgendwie Zufall ist, dass die Alternative zu so klein gedruckt ist, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich habe tatsächlich Dinkel schon mal gemacht und das ist lecker. Ich mag das. Das ist wie so dann gekochte Körner, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist es ja auch. Ich fand das aber wirklich ganz lecker. Und das kann man machen. Also das, ich glaube, ich habe aber noch eine große Packung. Wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, so Dinkel, das ist wirklich interessant. Ist ein bisschen was anderes. Das kann man wie Reis essen. Passen vielleicht ein paar andere Sachen dazu. Aber prinzipiell ist das schon ziemlich cool. Oh, Bulmers, Leute. An die Dortmunder von euch. Wer kennt noch das Limericks? Das war ein Irish Pub.
zwischen, also an der, gegenüber von der Hauptsparkasse, an der Rückseite auf dem Weg Richtung zum Hauptbahnhof, oben auf der ersten Etage. Grüße geht an June raus, falls ihr das Video guckt. Ich war regelmäßig dort betrunken mit meinem Kollegen. Also eigentlich nicht regelmäßig, aber öfter. Wir haben dort immer Cider getrunken. Von Bulmers. Das gab es da nämlich. Und es war so eine geile Kneipe. Und irgendwann haben sie die dicht gemacht. Ich habe gehört, weil die Pacht zu teuer wurde. Und das ist tragisch, denn es war die einzige individuelle Kneipe, die, okay, mal vielleicht von Bar Marlene noch abgesehen oder sowas, aber da war ich nie drin. Zumindest die einzige, die ich kannte, die so ein bisschen was anderes war. Es war kein Alex, kein Extrablatt, kein Kottens und dieser ganze Einheitsscheiß, der auch in jeder anderen Stadt irgendwie vorhanden ist, sondern es war was Eigenes. Ein richtig geiler Irish Pub mit vernünftigen Leuten drin und es war einfach nur großartig. Und da gab es immer Balmers und das ist jetzt, oder Bulmers, und das ist jetzt hier mit Pier oder Per. Oder wie Pier. Ich weiß nicht, wie man Bier, Birne ausspricht. Freue ich mich schon drauf. Oh, da spricht man Brioche aus. Mü. Wisst ihr, wie egal mir das eigentlich ist? Und genauso ist es mir egal, dass man es Pier oder Per. Wahrscheinlich ist es aber eher Pier. Ich gehe mal meine Freundin fragen. Per spricht man es aus. Wahrscheinlich wird das noch ein bisschen anders betont, aber ist es nicht Pier, sondern ist es eher Per. So, in der Art. Also, da freue ich mich drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ich mag Cider. Und dann mit Pearl auch noch drin. Großartig. Als nächstes. Sieht irgendwie wie so ein Hipster-Getränk aus. Coffee Soda Lemon. Mad Monk. Wach mal anders. Koffein wie zwei Espressi. Ist das hier? Wo sind wir denn hier? Jo, komm mal klar auf dein Leben, ey. Wach mal anders. Wir starten mit Coffee Soda, eine neue Kategorie. Mad Monk setzt auf echten Cold Brew. Coffee prickelt abgrund mit Lemon und Tonic Noten. Oh, Tonic. Wie bei Gin, ist ja jetzt hier der neueste Edelgetränk. Für den Cold Brew Coffee wurden ausgewählte Arabica-Bohnen 14 Stunden lang in kaltem Wasser extrahiert. Okay. Oh, shit. Hört ihr, wie das Getränk auf den Boden tropft? Ich gehe dann mal eben kurz putzen. Tja, Mad Monk. Das kann mir jetzt nicht den Feierabend versauen. Interessant übrigens, wie jetzt hier alles nach Kaffee riecht. Oh, das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Man trinkt Kaffee, der nicht so stark ist, aber man schmeckt deutlich den Kaffee. Gleichzeitig hat man Zitrone. Und wirklich irgendwie so dieses Tonic-artige dabei. Sehr interessant. Also, bis auf dass ich jetzt hier putzen muss, was mich ein bisschen verärgert oder putzen musste, finde ich das hier eigentlich richtig geil. Das ist ein bisschen merkwürdig, kurios, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie schmeckt es mir. Verrückt. Kaffee und gleichzeitig Zitrone. Schmeckt mir. Ah, für den Feierabend. Friedrichs Gin-Likör. Sag mal, sind die jetzt hier irgendwie... mit Ingwer auch noch. Sag mal, mit Farbstoff. Wird jetzt hier nicht getrunken? Ist ja hier schließlich jugendfrei. Sorry, aber das brauche ich. Wahrscheinlich kostet... Die Box wird ja immer gerechnet auf XY und wahrscheinlich kostet das Ding schon 5 Euro oder sowas. Eat Performance, da haben die auch was mit am Laufen. Die haben tatsächlich ganz interessante Sachen. Die haben mal mit meinem Arbeitgeber kooperiert, beziehungsweise mein Arbeitgeber, wir haben immer so einen Gesundheitstag, aktuell während Corona nicht, aber wir haben immer so einen Gesundheitstag im Jahr. Und da habe ich mal bei dieser Firma angefragt, ob die da nicht auch Sachen für stiften wollen. So, und dann haben die das gemacht. Das fand ich richtig fein und... ja, fand ich gut. Das fand ich nett. Und die Sachen sind wirklich gut. Das muss man natürlich mögen, so diese Raw-Paleo-Sachen. Aber wenn man das mag, dann haben die wirklich ein paar feine Sachen. Also ich fand die immer ganz gut. Sag mal, spinn die oder was? Nochmal diesen Quatsch hier. Jetzt mit Grapefruit. Ach, sorry, aber das avanciert hier gerade zur schlechtesten Box ever. Wobei, der Bulmers, der haut schon raus. Und die Mutsube auch. Oh, Hähnchensalz. Wollte ich schon immer mal haben. Dann nochmal was von diesen Zauber-Cookies, die ja, Achtung, ich bin der runde Riegel. Das Mysterium ist bis heute nicht aufgeklärt worden, was das eigentlich soll. Ah, das ist schön, denn die Sachen sind lecker. Cavendish und Harvey,
die machen solche Bonbons, so englische. Die sind gut. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Schoko im Karamell mit Schoko gefüllt. Vor allem nicht Schoko mit Karamell gefüllt, sondern Karamell mit Schoko gefüllt. Großartig. Die Sachen sind lecker. Und eine Sache haben wir noch drin. Ich versuche das jetzt mal vorzulesen. Yamlu Ebony. Mandel-Kakao-Creme mit Arganöl. Ist das nicht das, was sich die Frauen so in die Haare schmieren, wenn sie sich die neueste Gliss-Kur Hair Repair-Packung oder so kaufen? Oder das neue Herbal Essences und dann unter der Dusche einen Orgasmus bekommen? Ihr kennt die Werbung, ne? Nicht, dass es jetzt hier heißt, ich lasse hier sexistische Sachen auf dem Kanal hier vom Zaun. Früher bei der Werbung war so, da haben die Frauen, hat sich so eine Frau, die mit Herbal Essences die Haare gewaschen und ja, es sah aus wie ein Orgasmus. Ich meine, wahrscheinlich war da gestellt in der Werbung, aber zumindest sollte es einer sein. Nichtsdestotrotz, Brotaufstrich mit Mandelbasis mit Kakao, Arganöl und Süßungsmitteln. Okay, also machen Sie jetzt hier noch nicht mal Zucker rein, Vollmilchpulver drin finden. Mit Stevia. Interessant, interessant, interessant. Yamlu ist das delikate Allround-Talent. Ob auf einem Brot als Power-Topping auf der Bowl, im Obstsalat klassisch auf Crepe und Waffeln oder einfach pur zum Löffeln. Da ich gerade aber genügend Sachen offen habe, werde ich das jetzt hier nicht öffnen. Vielleicht werde ich es bei Gelegenheit mal machen. Und das war's. Ich würde sagen, ich lasse es heute mal mit einem Fazit, mit meiner Meinung. Ihr seid gefragt, wie findet ihr den Inhalt dieser Box? Schreibt es mir gerne. Und ansonsten, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, euch bespaßen zu dürfen, was mir hoffentlich gelungen ist. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.